Eine Kneipe in Berlin. Es wird gegessen und getrunken wie in jeder Gastronomie. Doch hier muss nicht mit Bargeld oder Karte bezahlt werden. Denn Jörg Platzer, der Inhaber, akzeptiert Bitcoins. Eine Währung, die unabhängig von Banken und Politik erfunden wurde. Die Bezahlweise ist ganz einfach per Smartphone möglich. Für den Kneipenbesitzer hat das Vorteile. Also auf einer ganz trivialen geschäftlichen Ebene hat Bitcoin die Vorteile, ich kann digitale Zahlungen annehmen, ohne Gebühren an Mastercard zum Beispiel zu bezahlen. Die nehmen sowas wie 3%. So ein Geschäft wie hier funktioniert mit 5 bis 10% Gewinn am Umsatz. Da macht es überhaupt keinen Sinn, 3% von abzugeben. Ich habe zweitens das Geld sofort zur Verfügung und es kann auch niemand wieder zurückbuchen. Auch da gibt es bei Kreditkarten die Gefahr von Chargebacks 180 Tage lang. Der Bitcoin ist eine virtuelle Währung. Man kann sie nicht wie den Euro in die Hand nehmen. 2009 wurde sie von einem Hacker erfunden und programmiert. Seitdem existieren Bitcoins unabhängig von Banken und Politik. Was wissen die Gäste der Berliner Kneipe eigentlich darüber? Bitcoins? Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass das Bezahlungsmittel eigentlich aus der Spielewelt kommt. Hier gerade ist so dieses Bitcoin-Zeichen draußen dran und ich habe mich immer gefragt, als ich vorbeigegangen bin, ob man jetzt wirklich hier bezahlen kann. Um mit Bitcoins zu zahlen, muss man sie finden. Dazu benötigt man einen leistungsstarken Rechner und verbindet diesen mit dem Bitcoin-Netzwerk. Alle Rechner in diesem Netz versuchen, hochkomplexe Rechenaufgaben zu lösen. Der Computer, der die Aufgabe zuerst löst, findet den digitalen Bitcoin. Der Tausch ist also Rechnerleistung gegen Bitcoin. Da nur sehr leistungsstarke Großrechner Bitcoins finden, kann der Durchschnittsnutzer einfach Euros gegen Bitcoins tauschen. Dafür gibt es Tauschbörsen im Internet. Eine der wichtigsten, MTGOX. Noch gibt es sehr wenige reale Geschäfte, die Bitcoins akzeptieren. Im Gräfekiez in Kreuzberg haben sich einige Läden zusammengetan, die nun den Bitcoin-Kiez bilden. Unter ihnen ein Plattenladen. Hier werden seit neuestem nicht nur Bitcoins angenommen, sie selbst zahlen auch gern mit der virtuellen Währung. Wir handeln ja viel mit dem Ausland, zum Beispiel mit Jamaika, wo wir unsere Musik herbeziehen. Und das kostet uns halt regelmäßig sehr hohe Bank- und Transaktionskosten. Und mit Bitcoin werden wir damit wohl einen Großteil einsparen können. Auch das Café Flores, gleich um die Ecke, gehört zum Bitcoin-Kiez. Die etwas andere Zahlungsweise wird hier immer populärer. Ganz am Anfang waren es vielleicht 1 bis 2 Leute im Monat oder so. Und im Moment ist es ja fast eine Person am Tag, der oder die mit Bitcoins bezahlt. Einer, der das Bitcoin-Kiez mit vorantreibt und die Währung gern selbst nutzt, ist Jeff Gallas. Er gehört mit zu den Bitcoin-Pionieren und kann sich noch an die Anfänge erinnern. Ganz am Anfang war es im Prinzip gar nichts wert, bis sich dann Leute entschieden haben, aha, das ist quasi ein knappes Gut, wie eine Währung, davon gibt es nicht so viel. Also es haben einfach Leute angefangen, das als Währung zu benutzen, gegenseitig zu tauschen, dadurch kam der Wert und der ist im Prinzip von 0 auf heute ungefähr 100 Euro. Doch der Bitcoin-Wert unterliegt starken Schwankungen. So kann ein Bitcoin innerhalb von wenigen Stunden im Wert von 100 Euro auf 200 Euro steigen und auch wieder fallen. Der Euro hingegen steigt und sinkt nur um ein paar Cent, ist also um einiges stabiler. Die starken Kursschwankungen des Bitcoins liegen an der wechselnden Nachfrage. Denn umso mehr Interessenten es gibt, umso höher der Kurs. Der Unterschied zum Euro, die Bitcoin-Menge ist genau vorgegeben. Momentan gibt es ungefähr 12 Millionen Bitcoins, die bereits gefunden sind und insgesamt wird es nicht mehr als 21 Millionen geben. Der letzte volle Bitcoin wird ungefähr im Jahr 2033 gefunden werden. Beim Euro ist die Geldmenge nicht vorbestimmt. Sie wird je nach wirtschaftlicher Lage von Banken und Politik reguliert. In Krisenzeiten wird mehr Geld gedruckt und der Wert fällt. Beim Bitcoin ist ein Eingreifen nicht möglich und mit der Krise stieg der Wert. Also wenn man die Krisenereignisse mit dem Bitcoin-Kurs vergleicht, könnte man auf jeden Fall zu dem Schluss kommen, dass Leute eine dezentrale, deflationäre, unzensierbare Währung als Alternative sehen und da auch reingehen, um den Krisenauswirkungen zu entkommen. Jeff bezahlt gern im Internet Waren mit Bitcoins, denn hier ist die Auswahl groß und man bleibt anonym. Beim Einkaufen mit Bitcoins werden keine Kontodaten übermittelt. Lediglich 34-stellige anonyme Bitcoin-Adressen werden ausgetauscht. Das Zahlen funktioniert so. Überweist ein Nutzer Bitcoins, überprüft ein beliebiger Rechner im Netzwerk den Vorgang
autorisiert ihn und speichert ihn in einer öffentlichen Datei. So weiß jeder Nutzer, wo Bitcoins im Umlauf sind. Der Bitcoin wird dem Verkäufer gutgeschrieben und der Käufer bekommt die Ware. Bitcoins sind bisher fälschungssicher. Anonyme Bezahlformen fördern leider auch illegale Geschäfte im Netz, wie Silk Road, eine Drogenplattform mit Bitcoins als Zahlungsmittel. Sie wurde kürzlich vom FBI hochgenommen. Die Anonymität ist eine Illusion, wie der Bitcoin-Kritiker Rojas weiß. Über die Umtauschplätze, wo man Euro für Bitcoins umtauscht und dann mit der eigenen Kreditkarte oder mit der Identität auftreten muss, hinterlässt man genug Spuren, sodass die Zahlungen verfolgt werden können. Und das ist, was gerade geschehen ist, wo verschiedene Personen festgenommen wurden, weil ihre Identität gefunden wurde und sie hatten dann mit Drogen und Bitcoins verhandelt. In der Bitcoin-Kneipe geht es allerdings nur um legale Geschäfte. Hier wächst das Vertrauen in die digitale Währung. Sind Bitcoins das Zahlungsmittel der Zukunft? Ich denke, wir sind an dem Punkt, an dem niemand die Zukunft voraussehen kann. Bitcoin wird so große Änderungen und Kryptoökonomie wird so große Änderungen für unsere Gesellschaft bringen, dass ich denke, dass wir Ende dieses Jahrzehnts auf Arten und Weisen miteinander interagieren und Geschäfte machen werden, für die wir bislang nicht mal Worte haben. Doch bis dahin bleibt es hier in der Kneipe erstmal dabei. Ein Bier macht beim jetzigen Kurs ca. 0,18 Bitcoins.